Okay. Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Atmosphärenstrahlung beseitigen. Ach, das ist doch die Hauptquest, oder nicht? Moment mal. So. Möglicher Zugangspunkt zur Generatorensteuerung ermittelt. Ich habe die Position gekennzeichnet. Moment mal. Sonderanforderung. Geländegängiger Späherover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau. Gehen wir erstmal hier rein. Na sowas. Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Okay, hier sind wenigstens Behälter. Comlink. Terminal. Oh, Behälter. Element Zero. Kann durch Aufklärungsposten entdeckt und mit dem Nomad abgebaut werden. Oh, okay. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen. Nice. Das kann ich jetzt herstellen. Aber ich wollte gucken. Fehlt mir Titan für. Für die ganze Scheiße fehlt mir Titan. Das sieht sogar richtig, das sieht von den Werten her ziemlich gut aus. 71, 600. Recht ordentlich. Das nehmen wir mal. Panzerung. 150 habe ich jetzt. Okay. Was macht der?
Der ist nicht schlecht. Warum sind die denn so deutlich teurer? Ah. Aber ich habe nicht im ansatzweise die richtigen Materialien dafür. Boah, da brauche ich auch richtig krass. Sturmgewehr Sandstorm. Ist recht langsam. Das ist ziemlich krass. Das ist echt richtig krass, das Ding. Falcon? Nein. N7 Eagle. Pistole. Schrotflinten. Präzisionsgewehr. Asari-Schwert. Das ist schon richtig krass. Kriegshammer. Die Walküre, die ist schon echt krass. Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt machen soll. Aber gut. Wir lassen es erstmal. Hier haben wir Tastatur. Nicht gut. Ein Aufklärungsposten muss den Zugangscode haben. Wir müssten nur einen anfordern. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Okay. Ist auf jeden Fall krass. Ah, hier kann ich auch schon die Dings reinpacken. Stabilität. Verschluss. Okay. SG schweres. Okay. Haben wir dafür auch Mods? Keine Mods verfügbar. Okay. Habe ich hier was? Initiative Panzerung. Da habe ich auch keine Mods verfügbar. Okay. Okay. Terminal.
gerade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Ausstattung? Gibt's nur die beiden Sachen? Okay. Dann mal zu dieser Nomad-Kiste. Puh. Krasses Teil. Auf jeden Fall schick das Ding. Moment mal. Jetzt wollte ich einmal kurz was gucken. Da wollte ich mal eben kurz hin. Weil hier wird nämlich noch was angezeigt. Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Terminal. Haben wir aktiviert, okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Schade. Okay. Irgendwie da vorne hin. Völlig übersehen. Oh, Nickel. Das ist auch gut. Der ist außerhalb. Okay. Also. Machen wir erstmal mit dem anderen weiter. Auf zum Nomad. Okay, Fahrzeug betreten. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Oh. Ich muss noch mal kurz den richtigen Weg hier finden. Strahlenbelastung nimmt zu. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ach, ich kriege keine Bodenhaftung.
Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Vergessen Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft brauchen, können die Booster Sie beschleunigen und aus der Gefahrenzone bringen. Ich hab's. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Warum kann ich denn den Bergbau nicht starten? Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Okay. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von bei uns. Ich seh's, da oben bei dem Teil mit dem Gerüst. Lass mal alles hier scannen, ey, irgendwie. Irgendwie ist das komisch, warum funktioniert denn das nicht? Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Warum kann ich das ja nicht weiter scannen? Ja, ich scanne mal kurz den ganzen Zaun hier durch und dann müsste das ja nicht passen. Eine weitere verstorbene Kolonistin. Wenn Sie mir den Namen geben, aktualisiere ich die Unterlagen und kennzeichne den Leichnam für eine Bergung. Ein Shuttle. Ziemlich ramponiert, aber raumtauglich. Alter. So, Zaun ist komplett gescannt. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig.
Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Ich glaube, das genügt. So, gucken wir noch mal. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wird instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energie zuvor verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Nein! Weg da! Oder ich lege sie um! Wow! Ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben, aber Sie müssen das Programm durchlaufen. Okay, runter von mir. Sie liegen nicht gerne unten, was? Ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber sie sind real. Sind Sie denn real? Sie wollten mir doch sagen, wer Sie sind. Möglicherweise die Lösung für all Ihre Probleme. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh Mist. Boah, von wo? Von Habitat 7. Später, schalten Sie sie erstmal aus. Wollen Sie mich verarschen? Wo sind noch welche? Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assemblerbots. Das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Peavy auch besser. Ryder. Sie haben diese Relikt-Technologie studiert. Was wissen Sie darüber? Viel, aber bei weitem nicht genug. Sie ist alt, benutzt Glyphen und hat gute Schutzmechanismen. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pingt er die anderen an. Wenn Sie die ebenfalls aufwecken, führen Sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine Nachpunkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Okay.
So, fehlen noch zwei Monolithen. Oh, Schildverstärker. Dann fahren wir jetzt mal noch dahin, ha? Huh? Stellen Sie sich nur vor, wie es gewesen sein muss, den ganzen Irrsinn auf der Nexus hinter sich zu lassen und als erste Siedler hierher zu kommen. All die Hoffnungen, die auf Ihnen ruhten. Und dann, dieses Mal wird es anders. Ja, wir sind hier in unserem Element. Der Anblick dieser Kettenmaschinen gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich die überfahren? Jo, korrekt. Ich muss mal kurz auf der Karte gucken. Direkt rechts von uns. Da oben. Kommen wir da hoch. Ich hoffe, dass der Weg uns irgendwie dahin führt. Bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Kett und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause werden. Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben Sie was ausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. Scheinen nicht feindselig zu sein. Doch feindselig. Thank you.
Gott, erledigt. Lexi. Boah. Wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Es sind so viele. In Ordnung. Schicken Sie mir Ihre Daten. Wo denn? Ganz ehrlich, wo hat er die denn jetzt gefunden? Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Hä? Fortfahren zu können, Moment mal. Der hat doch vorhin gesagt, er hat noch eine Kolonistin gefunden. Wo hat er die denn gefunden? Da ist sie. Und dann sehe ich auch endlich Karin. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Oh nein. Nein. Verdammt. Die Relikte sind nicht nur Bots und... Pavlov. Emira S. Verstanden. Danke, Ryder. Und was mit den anderen? Dass dieses Ding steuert. Okidoki, da machen wir das jetzt. Scheint genug gefunden zu haben hier. Alter. Analyse. Entschlüsselung aufgrund fehlender Glypheninformationen nicht möglich. Scannen Sie die Umgebung nach Glyphen. Okay. Suchen wir nach diesen Glyphen. Komme ich nicht hoch. Ja, gut gemacht, Ryder. Komm, geh da hoch. Da ist eine Glyphe. War aber erst eine. Ah, da ist noch so ein Gerät. Upsa.
können das richtig gut. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Oh fuck. Oh Mann. Probieren wir die hier nochmal aus. Es geht offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Gibt's hier noch mehr von? Da noch. Mehr sehe ich jetzt hier aber auch nicht. Probieren wir es nochmal. Hoffen wir mal, es funktioniert. Irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Ein Landungsschiff der Kett! Ernsthaft? Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Vor uns. Fuck, meine Munition ist niedrig da. Tauchen die Kett wirklich überall dort auf, wo wir Reliktech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Schnell hier wieder rein. Ich registriere eine Strahlenbelastung mit dem Normalwert. Und zum nächsten.